So Freunde, wir sind wieder back in the Homebase und Schurt und Dennis laden jetzt den Volvo aus. Schurt, was hast du mitgebracht? Das sind die Teile für die Volvo, das ist für die ABS-Sensor. ABS-Sensor haben wir hier. Ich habe hier speziell Öl, ein Benzinfilter. Auch wichtig. Subwoofer. Gute Musik, ja. Subwoofer. Für GEMA-freie Musik, man kennt's. Ich weiß nicht, was dieser ist. Das Triburon. Wasser zum Trinken? Nein, das ist Triburon. Das muss in jedem, wenn du tankst, ja. Benzin, 1 auf 1000 ist okay. Dazu. Das für alle schwedischen Autos, die brauchen das, sonst fahren die nicht. Na, ja. Wirklich? Entschuldigung. Gibt es auf Bookshop? Da können wir kaufen auf Bookshop. Für 4 Takt haben wir auch für 2 Takt. Aber nur für Volvo und Saab. Für Volvo und Saab, oder? Nein, Volvo und Saab. Ja. Ich sag mal, für Kuch haben wir das Triburon für 2 Takt. Oh! So, jetzt wird es interessant. Jetzt machen wir mal da. Kleinteile. Okay. Ja, genau. Das ist genau. Noch für mehr. Die Gabel, Typenschilder. Kleinteile. Kupplung. Kupplung. Lager, die guten. Was ist das? Malosse. Ah, Membran. Membran. Killswitch. Die MBR. Stehbolzen, boah, Platte, Simmering-Platte, genau. Geiler Filter. Filter. Hey, nur die Creme de la Creme, nur das Beste vom Buchshop, gell? Was haben wir da? PSR. MBR. Oh. Gerade verzahntes Getriebe. Ja. Sehr geil. Ja, Fini, 24. Schlauch. Nochmal Schlauch. EMP 2.0. Jawohl, perfekt. Ah! EMP 2.0. Beste Kurbelwelle. 89 Euro auf Buchshop, glaube ich. Ja, stimmt. 210. Haben wir hier. Perfekte Zündung für Straße mit Lichtspule. Alles drum und dran. Freunde, wir werden die Maxi dann sowieso im Video und im Stream werden wir die dann gemeinsam aufbauen und könnt ihr auch noch in die Kommentare schreiben, im Chat schreiben, wenn ihr Fragen habt zu den Teilen. Und da, jetzt haben wir... Oh, ho, 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 ho. Freunde, der sogenannte Adi-Motor. Alter, ist der geil. Also das ist schon echt... Hier haben wir die Original. Ja. Dies haben wir bearbeitet für die Eismaxi. Die Eismaxi, 74 Kubik. Aufgespendet. Die Giladoni. Sehr geil. Schon serienmäßig mit großen Überströmer. Ja. Kühlrippen unten. Große Ölablassbuchse. Ja. Hochfeste Gehäuseschrauben in Imbus. Dann hier für, wenn man den Gehaus öffnen will. Achso, für den Schraubendreher, genau. Zum Öffnen. An dieser Seite haben wir mehrere Anschlüsse für verschiedene Zündungsstellungen, verschiedene Zündungen. Vier Lager sowieso klar. Vierter Lager schon drin. Alles viel dicker. Ja, Matt, es ist auch schwer. Ist auch schwerer wie das. Und da können wir hier, normal kann da keine Ständer drauf. Ja. Dann zwei von die. Genau, es gibt die Ständerschalen, die normalerweise unterm Ständer sind. Hier baust eine, du oben eine, unten drauf, fertig. Genau. Also Leute, auf jeden Fall auch mittlerweile mit Ständer gibt es die Lösung. Und Lydias Motor ist ja leider kaputt. Da werden wir auch das Adi-Gehäuse reinbauen. Zylinder, Freunde, nehme ich euch gleich mit, denn der Zylinder war aktuell ausverkauft. Schurt, gell? Ja. 74er Giladoni. Zylinder und da habe ich jetzt vom Kollegen Sindelhofer einen 74er Giladoni Zylinder bekommen mit dem Membraneinlass. Gibt es auch beim Buchshop Malossi. Und was ist das für ein Kolbenschurf? Das ist ein MBR-Kolben. Spezial, gell? Spezialkolben. Kommt ja wieder im Buchshop. Kommt wieder. Aber ist immer sehr gefragt und oft ausverkauft, gell? Ja, mal kommen wieder. Wir hatten noch einen auf Lager und der Sindelhofer hat uns den geportet, bearbeitet und der wird dann bei der Eismaxi richtig abgehen wie die Feuerwehr. Der wird brutal. So. Genau so ist es, meine Lieben. Jede Menge Teile, jede Menge Arbeit und das Allerwichtigste,
habt ihr noch gar nicht gesehen. Und zwar hat Schurt einen Rahmen gesponsert gekriegt, gell? Ja, das haben wir bekommen von Fordo Mobility. Gibt's ein Video, Puchshop Show, gell? Ja, da sind wir bei der Fordo gewesen. Der Chris ist da gewesen mit Puchshop Show. Und das war der einzige Puch Maxi Rahmen, die einzige Maxi, die der Fordo überhaupt hat. Ja. Sonst hat er keine Muffas. Ja. Keine Ahnung, wie viel der hat. Hunderte Maxis. Ich verlinke euch das Video, das ist brutal. Das hat der Geschäft gespendet. Der hat es gespendet für die Charity Grand Tour. Ja. Und dann werden wir die Eismaxi aus dem Ganzen machen. So, Willem. Willem Drost, danke für das Rahmen. Danke, Willem. Vielen, vielen Dank. Pulvo. Ja, okay. Schanöl. Dann haben wir noch Bremsen für den Volvo, genau. Ja, Bremsen. Scheiben und die Belage. Genau, jetzt schauen wir uns das Auto auch noch an, Freunde. Das wird unser Eismobil, so sieht er aus, ohne Beklebung, ohne alles. Der wird jetzt dann bearbeitet, beklebt mit den Sponsoren und so weiter und so weiter. Das ist 3,5 cm erhöht. Das Kofferreifen drauf. Da haben wir hier innen noch für Eis haben wir. Das Eis, bespikte. Spikes. Eis Volvo. So sieht's aus, Freunde. Wir haben hier noch ein paar kleine Scheinwerfer und Wischer für den Schneesturm. Ah ja, genau, eine LED-Bar. Ja, wenn wir hier da die Maxi draufstellen und reparieren, ja, haben wir da Werkstattbeleuchtung. Ja, das geht gut. Und wir haben sehr gute Promotion. Der ganze Tour wird live gestreamt. Genau, wir werden das Ganze live auf welcher Social Media Kanal? Auf twitch.tv/onlypasi und wir werden auch live streamen bei Puchshop auf YouTube. Wir werden auf Instagram vertreten sein und wie sie alle heißen. Linke und rechte Seite von der Schwinge, schau. Wieder massive, wie viel Millimeter haben wir da, Loni? 11, oder? Ja, 12 mm dicke, massive Stahlschwinge mit fetten Lagersitz. Wo ist das Lager? Genau, da kommt dann links und rechts ein Lager rein. Genau, pipi fein, perfekt. Da links und rechts ein Lager und das kommt dann da bei der Maxi rein. Doppelt gelagert, es wird richtig fett. Und für die, was ist das, ein 12er, gell? Für eine 12er, also 12er Achse. Richtig fett. Das wird richtig. Da können wir zu dritt fahren dann. Jetzt bin ich blind. Du musst nicht zu, gell? Ich habe gerade den Zirkel gemacht. Ja. Das wäre perfekt. Schlecht! So, das kriegst du noch von mir. Scheiß für Social Media, dass die Leute mal wissen, was da gespielt wird. Alter, bist du deppert, Alter. Geil. Wow, Alter, das drum. Baby! Scheiß mir, Alter. Geil. Da kommt was Brutales auf euch zu, Freunde. Da kommt was ganz was Brutales. Einfach nur pervers. So, machen wir die ersten Gewichtsoptimierungen mit der Kettfischwaage. Jawohl. Also wir haben jetzt mal ohne Sattel, ohne Lackierung, ohne Verkabelung, ohne Sprit einmal ein Trockengewicht von 55 Kilo bei der Maxi. Naja, schauen wir mal. Spikes kommen auch noch drauf, die wiegen auch nur ein Kilo circa.
Ja, wird geil. Wird spannend, Ladies and Gentlemen. Wird sehr spannend. Ich halte euch da am Laufenden. Geh los mit in Ruhe. Ja, auf dem Wohl. Ich will arbeiten. Fasi tut nichts selber. Da. Aber was wird's, Brüder? Und wie viel brauche ich da dann? Ich muss jetzt noch mal nachzählen. Aber ich kann euch ein Foto von meinem Sprint Maxi schicken. Da habe ich die Kupplung auch fotografiert. Ja, bitte. Und da sieht man das. Ja, bitte. Man das. Weil sonst, du hast eh, bauen wir die Kupplung heute noch 10 Mal aus, bis passt. Hey Sindelhofer! Wenn du die eine unterbrichst, dann hast du ein Problem. Hey Sindelhofer, willst du unserem YouTube-Publikum mal was sagen? Ein kurzes Statement von SH-Performance-Schulung. nicht wirklich. Immer brav weiterschrauben. Okay, das heißt, da sind jetzt da so Schrauben drin und was machen die? Das sind Federn, oder? Mhm. So komische Teller. Achso, und diese Tellerfedern. Kannst gegeneinander oder entgegengesetzt? Ja. Okay. Und da gibt es dann eine Tabelle, die ist ein Edelstahl. Und die Tabelle sagt, wie viel, dass du da rein da musst, oder? Wie viel Vorspannung und bei welcher Drehzeit ist dann gekoppelt? Der Herr Sindelhofer ist in dem Fall die Tabelle, ja. Ja, Leute, ihr seht das crazy shit. Alles komplett crazy stuff. Haben wir so noch nie gemacht, aber der Tipp ist da vom Sindelhofer gekommen. SH Performance auf Instagram, könnt ihr mal rein. Followen. Und wir werden das jetzt einfach mal so probieren, wie der Manuel das sagt. Und dann hoffen wir, dass wir das Ganze nicht nur mal jetzt liegen müssen, sondern dass das von Anfang an funktioniert, gell? Mhm. That's the shit. Hallo, scheiße, Paparazzi. Komplett rein, Alex. Ja. Weil das schaut super aus. Wie reiche Kerzen, voll weihnachtlich, Alex. Mhm. Ich mach das dann nur so. Ja, was in die Feiertage und so schön arbeiten, ja, für irgendeinen Mann, der dich nicht zahlt. In der Wohnung, wenn er jemand anschmeißt, dass schon jemand anderes raucht und die riecht.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Ja, der ist jetzt einmal grob vorgeschliffen, wird jetzt dann von mir nochmal ein bisschen nachgeschliffen. Und dann geht es eigentlich schon los. Jetzt haben wir uns ja entschieden für den Used Look. Ja. Und dann kommt eigentlich das erste, fange ich nachher an, dass ich das Ganze ein bisschen aufbaue, dass ich deinen Rost aufbaue, dass ich die Schrift einlackiere. Das wird natürlich vorher alles am Computer, die Schrift und so zeichnet, dass wir, oder auch die Wikingerköpfe und so, alles, ja, und die Logos. Das brauche ich jetzt erst alles digital. Hör auf! Boah, scheiße Literatur. Servus, Daniel. Hi. Hi. Hey, hast du das abgepickt oder wie schaut's aus? Nein, hab ich nicht. Ich schau nicht, da hab ich nicht hinschauen. Yes. So, okay. Wait, du Wahnsinniger! Alter, bist du deppert oder was? Alter, bist du deppert? Scheiße! Alter, bist du deppert oder was? Spinnst du? Alter, halt die Pappen! Alter, bist du dumm oder was? Scheiße, Alter! Alter, bist du voll normal? Ich hab sowieso ein paar Mal gehört. Alter, mein Herz klopft, Alter! Bist du deppert, Alter! Ich glaub, alles richtig gemacht. Ich weiß nicht, was du schaust, du bist so hin, weißt du? Alter, Daniel, ich zieh dir was zusammen, schau dir das an, Alter! Let's jump right in. Freunde, Ladies and Gentlemen, wir sind jetzt da zurück in der Homebase im komplett neuen Setup, einfach nur für den Zusammenbau von der Eismaxi mit dabei der Loni. Und ja, wir werden jetzt als erstes das Fahrgestell sozusagen, also den kompletten Vorderbau zusammenbauen. Dann kommt der fette geile Rahmen vom Daniel Hirscher lackiert und zeigt gleich dann die Hinterachs, später dann mal Motor, Sitz und so weiter. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir hoffentlich alle Teile haben. Hoffentlich kommen wir heute mal zumindest so weit, dass wir den Rahmen drauf machen und die Schwinge hinten rein. Sozusagen das Rolling Chassis. Ja, let's go. Enjoy das Video. Ich würde sagen, los geht's. Folgende Problematik, Freunde. Und zwar, das Ganze ist ein bisschen auf Maxi adaptiert worden. Und jetzt ist das etwas breiter und wir müssen die Lagerschalen ein bisschen auffräsen. Und zwar ist dieser Durchmesser da einfach ums Arschlecken ein bisschen zu groß. Loni, hast du es gefunden, oder? Regeluhr. Super. Das sollte da jetzt normalerweise problemlos drauf gehen. Jawohl, nice. Okay. Oh, Baby! Das ist schon ein geiler Part von dem Ganzen. Also das ist schon richtig. So, Freunde, nachdem wir jetzt die Gabel zweimal auseinandergebaut haben, erfolgt jetzt das dritte Mal, weil wir haben die Lampenhalter vergessen. Die kann man nämlich, die sind auch custom made, die kann man nicht
irgendwie rundherum klammern. Das heißt, jetzt muss der ganze Gabelkopf da oben wieder runter. Und, ups. So, Freunde, kurzer Check, ob wir die Lampenhalter in die richtige Richtung eingebaut haben. You got to pump it up, don't you know? Für unsere Zuschauer da mal unser Spezial Stahlflex Konstrukt kurz anschauen mit einem 45 Grad Winkel großen Rahmen raus. Innen im Rahmen verläuft da eine Bremsleitung. Ich zeige euch das mal, Freunde. Wie man sieht das jetzt da so. So, Schwinge sitzt, Bremssattel ist in Position, Achse ist drinnen, die Spanner, Kettenspanner noch rein. Genau, dann soll das so ausschauen. Fett, fett, fett. So, Ladies, das war jetzt mal Tag 1. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben das Rad eingebaut mit Bremse, Schwinge, Bremsleitung, Dämpfer. Rahmen steht soweit da. Ständer funktioniert. Dann der Vorderbau ist dabei. So, Ladies und Gentlemen, Tag 2 vom Zusammenbau von der Eismaxi. Folgendes bis jetzt bewerkstelligt, nämlich die Sitzbank haben wir soweit montiert, wir haben einen Gepäcksträger montiert. Ja, des Weiteren bauen wir jetzt einen Kettengleiter drauf, Spezialkonstruktion, da werden wir gleich mal näher drauf eingehen. Und danke übrigens Real Rebands für die Fußrasten vom Mofa-Werk, die man geschickt hat. You can purchase this real crazy shit Mofa-Werk foot rests for your motorbike, for your handcrafted motorcycle at www.mofawerk.com. Crazy shit, baby. Da schau, das ist das, wenn man da Frauenpower hat. Ohne Mädels geht es einfach nicht. Das ist halt einfach so. Was sagst du da, Mary? Natürlich. Kommst du nicht damit deinen Fingern? Nein, wird der Nagel auch gar nicht kaputt. Die Verkabelung ist schon da, alles super fest. Alter, das Ding ist so geil, Alter. Geil.
mal raus. Ja, warte noch. Ladies and Gentlemen, die ersten Versuche mit Eismaxi. Freunde, wir zwei sind jetzt da, Loni und ich, bei DH Colorworks, Daniel Hirscher, der das Mofa lackiert hat. Und letztes Mal hat er ja gemeint, er muss meine Reaktion auf Video festhalten. Jetzt werden wir das umgekehrt machen. Er hat so noch nicht gesehen im fertigen Zustand. Wir gehen jetzt mal rein zu ihm. Geleck. Habe ich dir. Was sagst du? Ja, wie geil ist das einmal geworden, ha? Ja, brutal. Findest du es geil? Das ist ja nicht mehr geil. Mach gleich deine Tür zu. Ja, das ist ja nur mehr geil.